Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Bus-Simulator hier auf der PlayStation 4. Ich bin's natürlich, der Bio. Freue mich, dass ihr da seid. So, wir werden mal gucken. Was haben wir denn jetzt noch? Bestehende Strecke erweitern. Toll. Strecke bearbeiten. Haltestelle hinzufügen. Ja. Ich würde gerne eine weitere hinzufügen wollen, aber irgendwie... So, nochmal. Strecke bearbeiten? Ja. Jetzt funktioniert das auch. So, und zwar müssen wir hier runter zur Astra-Promenade. Und speichern das Ganze. Und die sollen wir jetzt nochmal fahren. Fahrt starten. Am Tage. Und damit würde ich sagen, man kann ja auch echt kein Wetter einstellen oder sowas, wa? Ja, der ist schon... Der ist schon... Ich finde den auch ziemlich nice. So, Student. Danke. Bitte eine Fahrkarte. Danke. So, Tür blockiert. Sowas. Ich mag den. So, fahren bitte. Also haben sie echt nicht gerafft, war das hier Verkehrsregel oder sowas? Parken in Perfektion. Hast du gestern das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Die haben ja echt mal gerockt. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. Danke, dass Sie so pünktlich sind. So, jupp. Kann ich nur so zustimmen, schreibt der BLV. So. Viel zu heiß draußen. Gucken wir hier wieder. Tickets. Tag. Standard. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Tag. Standard. Danke. Media Center Astra. Ah. Augenblick. Da,
Hier. Augenblick. Oh, tut mir leid. Ah. Na klar. Hier, bitte. 120 Euro gewonnen. Ein Schwarzfahrer erwischt hier. Zumal die Verkehrsschilder auch komplett falsch stehen. Die müssen vor der Kreuzung stehen. Hallöchen. Nach der Folge fangen wir dann auch mit Astral Chain wieder an. Geblitzt, ey. Sinnst du so bis circa 0 Uhr? Ja, ich denke mal so 23 Uhr, 0 Uhr, ja. Prost, wünsche ich dir auch. Neues, das kommt vom zu schnell fahren. Ja, ja. Man hat es ja eigentlich als Busfahrer, ne? Ah. Das hätte ich 120 Euro wieder von. Ja, Schande. Nun sind die 120 Euro wieder futsch durchs Blitzen. In der ersten Folge erstmal komplett falsch gefahren. Erstmal den ganzen Bus erstmal gleich geschrottet wieder. Läuft das Spiel? Oh. Muss ich jetzt gleich mal lesen. Also wir spielen das Ganze auf der PS4 jetzt aktuell. Ist ja heute erschienen. Zum Aufnahmezeitpunkt. Sehr pünktlich. Danke. So, läuft das Spiel auf einem Dual-Prozessor, 2 GB Grafikspeicher. Oh, ich glaube, das wird schon sehr knapp dann. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Eine Fahrkarte, bitte. Danke. Warum hast du ein Dualcore? Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Oh, der gleitet hier über die Straße. Auch nicht schlecht. Wie, du hast einen Dualcore-Prozessor? Das ist echt nicht mein Wetter. Eine 2 GB Grafikkarte und 64 GB Arbeitsspeicher? Nicht schlecht. Weißt du, wenn du so in Omsi hier rumheizt, Alter, die würden alle ausflippen.
Tschüss. Eine Fahrkarte bitte. Hier ist die Fahrkarte. Oh. Tut mir leid. Und wieder 120 Euro. Was? Ach so. Hier. Das wäre ein geiler Bug. Der kauft ein Ticket bei dir und sagt dann, er hat kein Ticket bei. Hat das Ruder gerade die Straße überquert? Manfred, du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. Definitiv. Wobei ich sagen muss, im Dunkeln finde ich es fast hübscher. Hey, lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Oh, es war genial. Den ganzen Tag nur Sightseeing und Shoppen. Klingt gut. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen. Eine Fahrkarte bitte. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Genau, Alter, auf dich habe ich gewartet. Danke. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Toll. Freue ich mich. Ich überlege mir, einen Hund anzuschaffen. Echt? Wie kommt? Also, ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit. Mir fehlt da irgendwie so ein Screenshot-Button irgendwie, wie auf dem PC. Jo, mach mal Honigwaffel, bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Weiner bis 200, ja, habe ich da doch wieder reingekriegt. Habe ich 20 Euro, nee, 40 Euro sogar plus gemacht. macht die Tröte aus, sehr furchtbar, wa? So. Hab sie doch erweitert, oder nicht?
Man sollte auch lesen, was da steht tatsächlich. Ja, es wäre dann, obwohl hier steht, einfach nur bestehende Strecke erweitern. Ach Gott. Ja, ist mir jetzt auch aufgefallen, dass ich die falsche erweitert habe. Sollte vielleicht noch einen Gang reinmachen, das wäre vielleicht noch hilfreich. Das wäre hilfreich. Oh Gott, wie war das mit dem Ausfahren hier? Ich brauche Hilfe beim Das wäre natürlich auch nicht schlecht, ja. Faso schrieb gerade, stell dir mal so einen Fahrgast vor, der in Notus mit dir diskutiert, ob sein Ticket gültig ist. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Ich kann so nicht aussteigen. Was? Ach so, hier. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? So oft, bis ich sage, ist genug. Danke sehr. Tschüss. Eine Fahrkarte bitte. Danke. Hi. Ist der jetzt schon raus oder nicht? Nö. Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ich habe ab 4 Uhr frei. Das klingt ziemlich gut. Aber ich muss erst mal schauen, ob ich noch... Verarscht, der muss mich gerade? Ja, er verarscht mich. Oh, wirklich? Das glaube ich. Faso schrieb, ich habe doch aber eine Tageskarte B. Wir sind aber schon im C-Bereich. Das glaube ich Ihnen nicht. Das wäre natürlich auf jeden Fall eine ziemlich interessante Sache. Perfektion. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Danke. Hier. Augenblick. Hier, bitte. Na klar. Klar. Hier. Hier. Augenblick da. Hier. Nächster Halt, Sitzspeicher.
Dann musst du eine Knalle schreiben. Wer auf die 120 Euro aus ist. Natürlich, extra Zaster hier, aber Trinkgeld. Nennt man sowas heutzutage. Hab gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. So bescheuert. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Bis denn. Oh, so ein schöner Tag. Ich habe meinen Mann wirklich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. Da hat er zu viel rausgegeben. Das hier mit. Das ist manchmal echt extrem langsam. Eine Fahrkarte bitte. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Ey, das kriegt PC-Spieler hier. Hier ist die Fahrkarte. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte hier. Was? Ach so, hier, na klar, hier. Hey, wo hab ich denn? Hier. Keine 120 Euro für mich, ey. Was ist denn los mit euch? Keine 120 Euro. Nö, sich hinaus, so eine Runde Mitleid. Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Gestern war's super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und hab dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Oh, du Glückspilz. Du musst gestern arbeiten. Media Center Astra. Danke, dass Sie so pünktlich sind. So, letzte Haltestelle. Dann endet auch schon wieder die Folge. Ich muss sagen, es macht mir tatsächlich sogar ein wenig Spaß. Und ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina verwandt sind. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Dass ich so immer auf eine Konsole spiele. Boah! Es war gerade ein bisschen knapp mit dem Bus. Mit dem LKW und Bus. Beides, Bus und LKW. Oh je. Es war immer mit dem Controller zu spielen, so, weißt du, so. Spiel auf Drogen? Wahrscheinlich. Ach nee, wir haben ja noch eine Haltestelle, ne? Danke, dass Sie so pünktlich sind. Wir haben noch Ostspeiche. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke.
klar. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon... Hab ich Ihnen schon gezahlt? Na klar. Oh. Genau, das glaube ich hier aufs Wort raus mit dir. Hab ich Ihnen schon gezeigt? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Was? Ach so, hier. Immer, aber hey, nur reine Biomilch. Übrigens, dein Lieblingsentwickler aus OMSI 2 hat hier auch schon einen Bus implementiert. Ich weiß, aber ich glaube, den gibt es hier in diesem Spiel tatsächlich nicht. Den Solaris meinst du, ne? Jetzt kann er im alten Sägewerk-Party. Genau. Ja, der aus Gladbeck, der Solaris. Aber... ich hab da gar nichts gesehen. Also entweder ist er von vornherein schon drin. Müsste man mal gucken. Raus, 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 raus. Zack, zack. Tschüss. Tschüss. So, das können wir mal gleich noch gucken. Das finde ich nämlich tatsächlich nochmal eine interessante Idee. Nee. Ja. Och, komm. Lass mich doch jetzt hier... nee, der ist tatsächlich nicht drin. Irgendwie allgemein wirken das voll wenig Busse. Mercedes, Setra, MAN, Iveco. Gab es nur 4 Bustypen? Ich dachte mal, es waren 5 oder sowas. Ich dachte, es wären immer 5 gewesen, aber nun gut. Oh. So, damit haben wir Missionsziel. Wow, das ist ja perfekt gelaufen. Gratuliere. Ich habe mit der Stadtverwaltung gesprochen. Sie wollen, dass wir mit der Firma expandieren. Ein paar neue Leute einstellen, neue Busse anschaffen. Für unsere Bemühungen haben sie eine Provision angeboten und die Genehmigung erteilt, das Streckennetz auf die gesamte Region nördlich des Stadtzentrums auszuweiten. Klingt gut, oder? Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, sollten wir langsam neue Busse kaufen. Auf in den Busladen. Da sollte eine kleine Auswahl zur Verfügung stehen. Aber das, ihr Lieben, machen wir erst in der nächsten Folge, wenn es weitergeht mit dem Bus-Simulator hier auf der PlayStation 4. Ich bedanke mich natürlich, dass ihr wieder dabei wart. Schreibt in die Kommentare, wie euch das Ganze gefällt. Lasst ein Like da, wenn euch ja, mehr sehen wollt unbedingt. Dann, wie gesagt, nutzt das Ganze. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Von daher, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.